Hallihallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Warum kaufen, wenn man es selber machen kann und es auch noch gesünder ist. Neue Kategorie. Das hier haben wir alle zu Hause. Alle. Ich auch. Literweise verbraucht man das im Jahr. Es gibt nur ein Problem. Egal wo man es kauft, egal wie viel man kauft, in diesen Flaschen ist mehr Zucker als Tomate. Ich habe das mal gegoogelt. In einem Liter Ketchup, also in bisschen mehr als dieser Flasche, sind 90 Würfel Zucker. Ja? 90 Würfel, das sind 90 Würfel Zucker, die sind hier drin. Das ist der Oberklopper. Absoluter Wahnsinn. Und da habe ich mir überlegt, da muss es doch eine Alternative geben. Ja? Wir sind hier die Wunderkessel-Testküche. Ja? Warum probieren wir nicht einfach mal eine Ketchup-Variante ohne Zucker, wenn es schon so schwer ist, das im Handel zu bekommen? Und genau das werde ich euch heute zeigen. Wir brauchen eine Zwiebel. Diese Zwiebel zerhacken wir jetzt die üblichen 5 Sekunden auf Stufe 5. Dann wird sich der Kessel magisch öffnen. Schiebe das mit dem Spatel natürlich wieder nach unten, ganz klar. Und dünsten die Zwiebel an mit etwa einem Esslöffel Rapsöl. Mache ich Augenmaß. Ein bisschen noch. So. 3 Minuten. Varoma Stufe 1. Und dann geht's weiter. Für den nächsten Arbeitsschritt nehmen wir 50 Gramm Knollensellerie. Den habe ich auch schon mal ein bisschen grob gewürfelt. Man kann den natürlich auch mit der Zwiebel zusammen häckseln und dann auch andünsten. Ja, das geht auch. Dann 10 Gramm Ingwer, auch der ist schon mal grob gehackt. Dann 2 Dosen stückige Tomaten. Und 20 Gramm Balsamico-Essig, da nimmt man den braunen. Ja. Der Deckel kommt drauf und das Ganze wird jetzt 35 Minuten in Varoma-Stufe gekocht und zwar ohne den Messbecher-Einsatz. Damit es nicht spritzt, setzen wir einfach den Gareinsatz oben drauf. Stufe 1 und bis gleich. Unser zuckerfreier Ketchup ist fast fertig. Aber hat natürlich jetzt noch nicht so wirklich Ketchup-Konsistenz. Wenn ich das hier mal sauereifrei zur Seite bekomme. Ich zeige euch das mal. Das ist jetzt mehr wie so Tomatensoße. Außerdem müssen wir das jetzt noch ein bisschen abschmecken mit Pfeffer und Salz. Des Weiteren ist es unser Ingwer und der Sellerie, die sind ja auch noch ein bisschen stückelig. Deswegen abschmecken mit Pfeffer und Salz. Ungefähr so 1 bis 2 Teelöffel Salz würde ich reinmachen, mehr nicht. Und das hier, das könnt ihr auch nehmen. Das ist Erythrit, das ist ein Süßstoff, ein Zuckerersatzstoff. Da mache ich ebenfalls 1 Teelöffel von rein. Denn ein bisschen Süße braucht der Ketchup auf jeden Fall. Das Ganze müssen wir jetzt nochmal wirklich klein machen. Ihr streicht alles von oben nach unten und dann 45 Sekunden auf Stufe 10 zerkleinern. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Ich habe gerade gedacht, der Super-GAU wäre natürlich, wenn du da vergessen hättest, jetzt den Deckel drauf zu setzen. Kracher. Aber da hängt noch einiges da oben drin. Gleich gedacht, warum ist der Deckel so schwer?
Also, unser Ketchup ist jetzt eigentlich fertig. Wir müssen das jetzt nur noch umfüllen. Das kann man natürlich in eine Flasche machen oder in ein Glas. Ich zeige es euch jetzt mal hier im Topf, wenn ich das alles raus habe. Oder ich mache das einfach mal in ein Schüsselchen so ein bisschen. Weil das hat jetzt schon wirklich diese typische Ketchup-Konsistenz, dieses streichfähige. Ich brauche mal so ein Schüsselchen. Ja, und wenn das jetzt durchgekühlt ist, na, ihr seht, also das hat jetzt wirklich so diese typische Ketchup-Konsistenz. Und das wird natürlich nochmal anders, wenn das durchgekühlt ist. Haltbar etwa eine Woche im Kühlschrank. Versaut. Ihr könnt natürlich da auch andere Gewürze noch reinmachen. Klar, ne? Curry-Ketchup. Ja, macht einfach ein bisschen Currypulver rein. Da kann man jede Menge mit rum experimentieren. Ich bin sicher, man kann da auch noch mehr von dem Erythrit reinmachen. Aber ich glaube, ein Teelöffel reicht mir persönlich aus. Und sorry, aber das schmeckt nach Tomaten-Ketchup. Also nach Tomaten. Wirklich. Ist echt lecker. Super Alternative zu gekauftem Ketchup. Und vor allen Dingen, Leute, ihr spart so viel Zucker. Und es ist eh im Moment überall in allen Fertigsachen so viel Zucker drin. Ich glaube, wenn man Sachen selber machen kann und gerade, wenn du so einen Kindergeburtstag hast und gibt Pommes mit Ketchup, ey, das ist 30 Minuten war das jetzt. Müsst ihr machen. Ran an den Kessel. Ketchup machen. Ja, vorher aber ran an die Tastatur und mir eure Kommentare dazu schreiben. Habt ihr das schon mal ausprobiert? Gibt es andere Rezepte, die ihr unbedingt hier von mir getestet haben wollt? Dann schreibt das darunter. Wenn euch das Video gefallen hat, schenkt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder hier in der Wunderkesselküche. Bis dahin sage ich Tschüss und guten Appetit.